Eigentlich ist der Rostlöser von Vicon dafür gedacht, festsitzende und angerostete Verbindungen zu lösen. Wir haben den Rostlöser aber noch für einen komplett anderen Einsatz verwendet. Einige angefertigte Ersatzbleche haben starken Flugrost angesetzt und dieser muss unbedingt beseitigt werden, bevor die Oberflächenstruktur des Stahls zerstört ist. Um den Rost zu lösen, wird etwas von dem Vicon Rostlöser auf die Stelle aufgesprüht. Mit einem feinen Schleifvlies wird nun die Stelle mit der Flüssigkeit bearbeitet. Ein Vorteil ist, dass der Rostlöser eine NSF-Zertifizierung besitzt und auch als lebensmitteltauglich oder auch in der kosmetischen und pharmazeutischen Industrie eingesetzt werden darf. Das Schleifen erfolgt so lange, bis das Blech wieder blank wird. Mit einem Lappen kann das Blech nun abgewischt werden. Wenn noch dunkle Flecken vorhanden sind, einfach nochmals mit dem Rostlöser besprühen und erneut abschleifen. Das Resultat ist ein blankes, geschütztes Blech, da der Rostlöser Kriechöle enthält und das Blech durch den dünnen Film geschützt bleibt.